Hallo, ich bin's wieder, Doro, und wir machen heute ein wunderbares bayerisches Gedicht. Gedicht wollte ich gerade sagen. Es ist ein Gedicht. Schaut euch das an. Das sind Allgäuer Krautkrapfen mit Sauerkraut gefüllt. Ursprünglich ein arme Leute essen, denn die Grundzutaten, Mehl und Wasser und Eier waren auch noch drin, die hatte man einfach zu Hause und Sauerkraut hat man eh selber gemacht. Und das haben wir ja auch. Das ist also wirklich alles selber gemacht, was ihr hier seht. Für unsere Krautkrapfen habe ich unser selbstgemachtes Sauerkraut mitgebracht, das ihr in einem unserer letzten Videos sehen könnt. Ich bin super gespannt, das mal aufzumachen und zu gucken, wie es geworden ist. Ich bin mir sicher, es ist der Hammer. Außerdem haben wir für die Krapfen noch Mehl, Eier, Speck, Wasser, Butterschmalz, Öl und Zwiebeln. Das Mehl gebe ich hier direkt auf meine Arbeitsfläche und da mache ich oben eine Mulde rein und in die kommen dann Eier, Salz, Wasser und Öl. Jetzt verkneten wir alles miteinander, bis wir einen schönen homogenen Teig haben. Wie ihr seht, ist der Teig ziemlich zäh und schwer zu verarbeiten. Das liegt am Weizenkleber. Deswegen muss der Teig auch gleich ruhen, bevor wir den dann weiter verarbeiten. So, das sollte reichen. Meine Teigkugel kommt jetzt in meine Schüssel und wird mit Klarsichtfolie abgedeckt, damit die nicht austrocknet. So. Die gebe ich jetzt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Während der Teig im Kühlschrank ist, schneiden wir schon mal Zwiebeln. Die Zwiebeln sind fertig. Die nächste Zutat ist mein Speck. Den habe ich hier von meinem Lieblingsmetzger. Der ist schon gewürfelt. Wenn ihr nur Speck am Stück habt, dann würdet ihr den jetzt würfeln. Und wenn ihr Vegetarier seid und gar keinen Speck drin haben wollt, dann lasst ihn einfach weg. Passt auch. Das werden wir jetzt auf jeden Fall in Butterschmalz anbraten. Butterschmalz ist übrigens Butterreinfett. Da ist nämlich kein Milcheiweiß und kein Milchzucker und kein Wasser mehr drin. Und das heißt, es ist auch laktosefrei. Und es wird nicht aus Schlachtfett hergestellt, wie normales Schmalz, sondern aus Kuhmilch. Das Tolle an Butterschmalz ist, dass man es viel stärker erhitzen kann als Butter. Also man kann es auch zum scharfen Braten und zum Frittieren nehmen, aber man hat trotzdem dieses tolle Butteraroma. Normalerweise würde ich jetzt diese Mischung mit Kümmel würzen, aber dadurch, dass in unserem Sauerkraut schon so viel Kümmel drin ist, brauchen wir das jetzt nicht. Ich nehme einfach nur Pfeffer. Salz brauchen wir nicht, weil der Speck ist definitiv salzig genug. Ich habe jetzt hier mal 500 Gramm von unserem Sauerkraut abgewogen. So viel brauchen wir nämlich. Das heißt, ich habe noch was übrig und das kommt jetzt hier rein. Das Ganze wird jetzt aufgekocht und dann soll es etwa 15 Minuten vor sich hin köcheln. Bei meinem Sauerkraut war jetzt nicht besonders viel Flüssigkeit, deswegen gebe ich einfach noch ein bisschen Wasser dazu. Unser Teig hat fertig geruht und den werde ich jetzt in zwei Hälften teilen. Jetzt werden beide Hälften nacheinander mit dem Nudelholz ausgerollt und zwar so dünn es geht. Ruhen lassen ist echt super wichtig bei diesem Teig. Und dadurch, dass meiner sich schön ausruhen konnte, kann ich den hier gut ausrollen und der zieht sich nicht wieder zusammen. Ich bin aber ein bisschen außer Atem. Puh. Die Füllung ist auch fertig. Die gebe ich jetzt hier in mein Sieb und fange den Saft darunter auf. Den brauchen wir nämlich noch. Unser Teig ist fertig, die Füllung ist fertig. Das heißt, wir müssen jetzt beides nur noch zusammenbringen. Ich gebe jetzt einfach die Hälfte der Füllung auf die erste Teighälfte. Gut, das wird jetzt eingerollt, der Länge nach. Das wird jetzt in etwa 5 cm breite Stücke geschnitten. Fertig. Und das machen wir jetzt auch mit der zweiten Rolle. Alles ist vorbereitet und das kommt jetzt in den Topf und wird da gedämpft. Ich habe da schon mal Butterschmalz zerlassen. Ich hatte ja vorhin nur die Hälfte genommen. Und jetzt kommen die so mit der Schnittfläche nach unten in den Topf. Jetzt haben alle ein Plätzchen gefunden. Jetzt gieße ich da den Saft an. Wir brauchen so viel Flüssigkeit, dass die zu 2/3 bedeckt sind.
da kommt jetzt unser Deckel drauf. Und dann lasse ich das Ganze etwa 15 Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze ziehen. Das soll nicht sprudelnd kochen, sondern genau einfach gar werden. Und vor allem saugt der Teig gleich die Flüssigkeit auf und am Ende sind sie super schön saftig und lecker. Die sehen super aus und die sind auch weich. Ja, perfekt. Die hole ich jetzt raus und dann werden die nochmal rundherum in Butterschmalz angebraten. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Butterschmalz in der Pfanne erhitzt und da kommen unsere Krapfen rein. Erstmal mit der Schnittseite. Das verleiht denen nämlich mehr Stabilität. Und dann kommen die Seiten dran. Die fertig gebratenen setze ich jetzt wieder zurück in den Topf, wo wir die gekocht haben. Für die Präsentation ist der nämlich ein bisschen schöner. Das Auge ist ja bekanntlich auch mit. Oh, endlich kann ich probieren, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Wenn ihr noch eine Nachtischinspiration braucht, dann schaut unbedingt mal beim Bake Club vorbei. Da machen wir auch immer ganz leckere, süße Sachen. So. Mmh, oh lecker. Oh, schmeckt richtig gut. Mmh, ich kann mir das auch voll gut vorstellen, wenn man auf Fleisch verzichtet, zum Beispiel noch Pilze reinzumachen. Mmh. Oder was man halt gerade so da hat. Ursprünglich war das ja auch ein arme Leute Reste essen. Mmh. Auch echt lecker, wenn man Sauerkraut mag. Mmh. Also macht es nach, lasst es euch schmecken und bis bald. Tschüss!